Hallo ihr Lieben, ich bin's eure Heidi. Es ist dienstags, lasst uns basteln. Heute zwar später, die meisten von euch wissen ja, ich habe heute meinen freien Tag, aber ich musste heute Morgen noch zum Chirurgen, die Fäden wurden gezogen und heute Nachmittag musste ich auch noch mal zum Zahnarzt. Der hat sich das auch noch mal alles angeguckt und das sieht echt gut aus. Jetzt muss das Ganze erstmal wieder heilen. So ihr Lieben, genug davon, nur warum mein Video heute so spät kommt. Schaut mal, diese Karte habe ich gestern in einem Short euch gezeigt. Und ich wollte auch mal ein bisschen Farbe reinbringen, damit ihr seht, ich mache auch mal etwas in Farbe. Aber gleich mache ich diese Karte, versuche ich die noch ein bisschen edler zu kriegen. Und zwar möchte ich die nur in Weiß und Gold machen. Ich habe die ganzen Sachen hier schon ausgestanzt. Die Karte werden wir jetzt zusammen schneiden noch und auch den Hirschen zusammenkleben und das Ganze hier auch. Ich lege einfach mal los. Und ich zeige euch auch die Stanzen dann dabei. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich jede einzelne Stanze her habe. Habe aber so den Verdacht und ich gucke mal, ob ich dann Alternativen wieder finde und euch das unten wieder in die Infobox setze. Also, holt euch, wie spät haben wir? Ja, einen Kaffee kann man noch trinken, wenn ihr jetzt gerade direkt schaut. Oder holt euch heute Abend noch ein schönes Glas Weinchen dabei. Oder wann immer ihr auch dieses Video schaut. Macht es euch gemütlich und schaut zu. Ihr Lieben, wir fangen an. Diese Karte wird es nur in Gold und Weiß. Ja? Da haben wir auch so einen kleinen Spruch drauf. Das habe ich mit diesem, wie heißt das nochmal? Ich muss mich erst dran gewöhnen. Das heißt Rub-On-Sticker, die ich ja von der Alexandra Renke zugeschickt habe. Und wen das interessiert, ich zeige euch das immer. Da sind immer drei Bögen drin. Geht ihr auf ihre Seite, gebt das oben ein und dann müsste das eigentlich angezeigt werden, ja? Okay, ihr Lieben, wir fangen an und wir fangen jetzt an mit der Grundkarte in Weiß. Ich stelle diese Karte mal hier hinten rüber und hole euch größer. So, hier habe ich das Ganze ausgestanzt noch. Wir machen erst unsere Grundkarte wieder. Und dann nehme ich das Grundweiß von Stamping Up. Ich zeige euch das jetzt mal, weil ich immer wieder gefragt werde. Ich glaube, manche gucken nur mal das Bild und dann hören die gar nicht im Video rein. Und ich versuche immer zu sagen, woher ich was habe. Also, ist jetzt auf dem Kopf. Dieses hole ich mir immer. Das ist das Basisweiß, heißt es, glaube ich, mittlerweile. Und das ist das DIN A4. Ich halte es in die Kamera, damit ihr wisst, woher ich das habe. Also von Stamping Up. Gut, und damit fangen wir an. Und daraus habe ich auch die ganzen weißen Sachen ausgestanzt, aus diesem Grundweiß. So, wir fangen an und legen, typisch bei mir immer meistens, 26 cm wird die Karte, mal 13. Ihr könntet das Ganze auch viel, viel kleiner machen. Ich zeige euch halt, wie ich das mache, weil mit großen Karten kann ich besser arbeiten. Also 26 mal 13, auch die, die neu dabei sind, dass ihr es gleich wisst, die Heidi verplappert sich andauernd. Und schreibt aber die Maße unten rein. Also vielleicht ist es besser, nie immer direkt mitzubasteln bei mir. Ist halt so. So, wir haben 26 mal 13 und falzen die Karte auf der langen Seite bei 13 cm. Gut, die haben wir. Dann brauchen wir einen Aufleger und zwar in 12,5. Mal 12,5. Ich überlege, ob ich jetzt das in Gold auch hätte noch gemacht habe. Ich überlege gerade, ob ich den Rand auch in Gold mache. Ich tue gerade schon wieder was ändern, merkt ihr das? Ich glaube, den in Weiß machen wir nur 12. 12 mal 12. 12 mal 12. So. Und den anderen Aufleger, ich zeige es euch gleich nochmal, machen wir mit goldenem Papier. Da zeige ich euch auch, welches ich immer nehme. Das ist dieses hier und das ist auch meistens unten schon verlinkt. Ich arbeite sehr gerne damit. Ich verlinke euch das unten wieder. Ich will immer euch alle Sachen verlinken, damit ihr auch wisst, woher ich das habe. So, das ist dieses goldene Papier und da nehme ich jetzt 12,5.
Das lege ich schon mal hier rüber, mal 12,5. Viele würden sich, ich schneide eben erst 12,5 mal 12,5, genau. Viele würden jetzt sagen, Heidi, oh, schneid doch hier aus der Mitte noch was raus, ist doch Verschwendung. Nee, ich lasse das so. Da kommt nämlich meine andere Auflegekarte drauf mit 12 mal 12, damit ich diesen goldenen Rand habe. Ich möchte das einfach so. Ich mache das jetzt mit diesem goldenen Rand. Ja, habe ich jetzt mal entschieden. So, wir haben die Grundkarte, ich sage es nochmal. 26 cm mal 13 auf der langen Seite gefalzt bei 13 cm und die können wir auch direkt mal eben falzen. Dann haben wir einen Aufleger, den goldenen in 12,5 mal 12,5 und diesen Aufleger in 12 mal 12. Wir nehmen jetzt erstmal diesen Aufleger schon mal zur Seite. Ihr Lieben, jetzt habe ich mir einen Kreis ausgestanzt. Ich sage euch den Durchmesser. Das ist diese Stanze hier, da gibt es mehrere Ringe zu. Gucken, ob ich die auch wieder verlinke und die habe ich von Amazon. Und ihr schaut einfach, ob ihr schon Kreisstanzen habt und der hat mit Rand den Durchmesser. Der kann auch etwas kleiner sein, der muss nicht genauso groß sein. Der hat mit Rand circa 10,2. Na, hat er den Durchmesser. Den habe ich mir ausgestanzt. Der hat hier so Rillen. Gut. Bevor wir jetzt anfangen hier zu kleben, sage ich euch, was ich jetzt alles habe. Ich habe mir aus Weiß den Weihnachtsstern ausgestanzt. Und ich gucke, dass ich den auch nochmal finde. Den hatte ich von Amazon. Aber das ist auch, glaube ich, schon 2 Jahre. Ja, da haben wir schon, auch schon mitgearbeitet. Ihr wisst, ich hole auch die Stanzen immer mal wieder raus. Da gehörte, glaube ich, das noch zu und gehörte das noch zu. Und die habe ich mir hier in Gold ausgestanzt. Bei der anderen Karte hatte ich mir den Stern, wer das in den Farben machen möchte, das in Weiß gemacht. Und diese ganzen Blätter, die gleich kommen, habe ich in Grün ausgestanzt. Und zwar mit diesem Grün hier von der Alexandra Renke, mit diesem Papier hier. Da hatte ich die ausgestanzt. Ich zeige es euch nochmal. Ich bin immer so schnell, ne? Und das waren die, also den Weihnachtsstern in Weiß mit dem Grundweiß. Und die Blätter dazu in Gold habe ich das gemacht. Dann habe ich einen Stanzen hier, keine Ahnung, aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, die sind vom Action. Wenn ihr die auch habt und vom Action, wäre es lieb, wenn ihr es unten in die Kommentare schreibt, weil ich bin mir echt unsicher. So, da habe ich mir einen von ausgestanzt in Gold. So sieht der dann aus. Und hier auf der Karte war alles in Grün, ne, alle Blätter. Und dann habe ich hier nochmal diese hier. Die habe ich mir auch wieder in Gold. Hier war es auf der Karte, ich lege die mal dabei, wieder in Grün. Also alles das, was ich hier in Gold ausgestanzt hatte, hatte ich auf dieser Karte in Grün ausgestanzt. So. Und dann gab es noch die Bären. Wo habe ich die jetzt hin? Hier sind sie auch noch. Diese Bären, die hatte ich hier auf dieser Karte in Rot ausgestanzt. Und dieses Rot hatte ich, erinnert euch an den Action Teddy Hole, aus diesem Block vom Action, ne? Der, glaube ich, war vom Action. Ja. Gut. Und die habe ich jetzt in Weiß ausgestanzt, statt in Gold. Jetzt, bevor wir hier überhaupt weitermachen, also die Stanzen habe ich euch gezeigt gehabt. Und guckt einfach, was ihr für alternative Blätter habt. Ne? Viele haben von euch auch Weihnachtssterne mit Blättern. Wir müssen erstmal wieder unseren Hirschen zusammenbauen. Auch den haben viele schon. Jetzt gucke ich, wo ich meinen Kleber habe. Und da mache ich mir, genau hier war das, erstmal wieder was drauf. Im Prinzip geht es ziemlich schnell. Ich hole euch näher, damit ihr wieder meine dämlichen Fingernägel im Moment seht. Ich komme einfach nicht dazu. Ist so und ich hoffe, dass es bald da wieder zu kommen. Im Moment habe ich ja jetzt keine Arztbesuche mehr. Erst wieder in 6 Wochen zur Kontrolle. So, dann mache ich mir das erst drauf. Dann kommt hinten das Hinterteil drauf. Ich glaube, ich hätte es noch etwas weiter vorschieben müssen.
So, und jetzt kommt das Hinterteil da drauf. So, dann drücke ich mir an. Dann die Barthaare wieder. Also ihr seht, wir arbeiten so oft mit den Stanzen, die ich besorge oder ich die habe. Und wir holen sie auch jedes Jahr und zu vielen Gelegenheiten auch wieder raus. Ja? Klar, es wird immer wieder was Neues dazukommen, aber man kann ja auch im Kauschrausch verfallen, oder? Was ein Wort, Kauschrausch. Ich muss mal eben wieder einen Schluck trinken. Gut, dann mache ich mir den Kopf wieder dran. Meiner kann der gleich schon mal mit dem Geweih schön trocknen. Es ist so ein edles Tier. Hatte ich euch gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier vorne diese Brusthaare weglassen würdet und kein Geweih dran machen würdet, das sähe aus wie so eine Hirschkuh. Und dann ihn noch dabei, also hier, ich nenne ihn jetzt einfach mal Freddy, noch dabei, den Hirschen, dann habt ihr ein tolles Pärchen. Muss ich mal gucken, dass wir vielleicht davon auch nochmal eine Karte machen. Dass wir hier nochmal diese Hirschkuh dabei haben. Jetzt nehme ich mir das Geweih, was ich ja in Gold gemacht habe. Drück mir das hier hinten dran. Ne? Und lassen jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Freddy komme. Machen wir mal so oder etwas höher. Wir müssen echt hinlegen. So, und lassen Freddy jetzt einfach mal etwas trocknen. In der Zeit machen wir hier weiter. Ich habe es so gemacht, ich muss mir jetzt meinen Prototypen hier dabei holen. Euch vielleicht etwas größer oder ist das zu weit weg? Weiß ich jetzt nicht. Aber ihr sollt ja das hier auch sehen. Ich muss ja meinen Prototypen auch sehen. Auf meinem Prototypen möchte ich mir jetzt erstmal so einen Spruch ruppeln, der ja auch hier mit drin ist, in diesem Rub-on-Sticker. Und da schaue ich jetzt mal, will ich mir oben in der Ecke einmal aus Weihnachtswerkstatt. Ich glaube, ihr seht das jetzt nicht richtig, wenn ich es vielleicht so dran. Ich muss mir gerade eben einen aussuchen von Santa, weil das ist auch in Gold, das finde ich sehr, sehr schön. Hier habe ich ja auch einen drauf gerubbelt. Eigentlich soll man sich das so ausschneiden, aber ich finde, man kann es auch schon drauflegen. Und vorsichtig rubbeln. Jetzt wird es interessant. Heidi, was nimmst du? Rentiergröße für dich. Kann man, das ist aber ein Hirsch und kein Rentier. Das ist jetzt egal. Ich werde jetzt mal hier Rentiergröße für dich. Ich lege mir das hier etwas höher. Und dann rubbel ich mir, da ist immer so ein Stäbchen bei, das hier drauf. Das Herzchen nehmen wir einfach auch mal mit. Geht da drüber. Nur vorsichtig, dass ihr jetzt nicht an die anderen Schriften kommt. Und dann gucke ich mal, ob das passt. Ja, ich zeige es euch gleich. Besser ist, glaube ich, wenn ihr es ausschneidet, aus dem Grunde, weil hier habe ich so kleine Tupfer jetzt drauf. Aber das ist nicht schlimm, weil wir kleben da ja jetzt was drauf. Ja, gut. Wir nehmen jetzt erstmal Klebepunkte, wo auch immer ich sie habe. Hier haben wir sie. Und ich nehme Klebepunkte, nicht die Nadel, sondern mein Pixar. Boah, ich habe so einen Brand. Und klebe mir dieses runde jetzt. Ich hole es euch doch näher. Dieses runde Teil. Ich glaube, da habe ich nur eine in die Mitte gemacht. Ich mache mir gerade meinen Tischmüll einmal auf. Das klebe ich mir jetzt hier drauf. So ungefähr mittig. Und bin dann erstmal angefangen und habe mir den Weihnachtsstern drauf gemacht. Das andere habe ich später drunter geschoben. Und den Weihnachtsstern, Moment, da habe ich gemacht, dass ich den erstmal mit über das Falzbein immer so, ich lege in die Mitte, mit den Daumen halte ich die Blätter weg. Fest, damit ich das nicht abreiße und mache das alles mal, die Blätter so über das Falzbein lasse ich das gleiten,
dann haben die so einen tollen 3D-Effekt. Und das mache ich hier auch. Schön vorsichtig, damit wir es jetzt nicht abreißen. So. Klebepunkt hier in die Mitte. Dann können wir uns das so versetzt hier drauflegen. Gut. Aber ihr müsst anders kommen. Ihr wollt ja auch was sehen, ne? Gut, und jetzt machen wir uns von der Seite auch noch einen Klebepunkt drauf. Einmal hier. Und ich schau mal, wie es da ungefähr hatte. Weil wir müssen ja nachher auch das Rentier noch drauf kriegen. Also den Hirschen. Gut, das haben wir drauf. Und dann nehmt ihr die Blätter, die ihr habt, was so dazu passt. Und wie gesagt, ich habe die jetzt in Gold. Hier wären auch so Bären drauf gewesen. Seht ihr das? Da könnte man jetzt sagen, ich klebe das jetzt mal hier so hin. Gucken, was besser aus. Ob das hier besser? Ich glaube, das sieht unten besser aus. Und das oben, oder? Andersrum. Muss man gerade gucken. Da muss ich jetzt selber ausprobieren. Ich glaube, ich schiebe doch das hier drunter. Gut. Nehme mir jetzt erstmal, ihr könnt das mit Flüssigkleber dran machen. Ich habe so Klebepunkte. Und nehme da einen, das sind solche Klebepunkte, die hole ich mir auch bei Stamping Up. Und klebe mir jetzt einfach an einem Blatt was dran und das hält. Dann nehme ich mir wieder einen, den lege ich mir jetzt hier unten hin, wieder einen Klebepunkt. So, hier wieder dran. Dann nehme ich mir mal, ich hatte doch noch was Goldenes da, genau. Jetzt schaue ich mal, wo ich den hin mache. Ich darf nur nicht vergessen, irgendwie meinen Hirsch. Den muss ich ja nachher noch hier reinkriegen. Ja, ich lasse den mal kurz mit hier drin. Oder ich klebe den direkt rein. Der ist ja jetzt trocken. Mache ich mir 3 Klebepunkte dran. Am Kopf und am Rumpf. Und das Schöne ist, ihr könnt das alles so jetzt unter dem Weihnachtsbären. Yes. Unter dem Weihnachtsstern. Weihnachtsbären. So schiebt ihr das jetzt hier so drunter, sodass ihr den Spruch noch seht. So, jetzt müssen wir diesen Zweig hier auch noch festmachen. Jetzt habe ich ihn sehr weit rein, aber ich möchte, weil hier hängt, ist er mehr raus, aber das ist nicht, das ist ja, jede Karte ist ja individuell, die wird ja nie gleich. So, und dann ziehe ich das jetzt erstmal ein bisschen lang, damit ich das hier mit dran kleben kann. Jawohl. Und dann haben wir hier noch was Goldenes. Das schieben wir uns jetzt hier so rein. Und wieder einen Klebepunkt. Ihr seht, wie man eine Karte verändern kann, wie die dann aussieht, gell? So, und jetzt nehmen wir nur noch unseren weißen. Hier hatte ich ja die roten. Ich zeige euch das, wenn die Karte fertig ist. Den Unterschied. Wieder ein Klebepunkt. Finger klebt da gut. Du sollst aber auf Papier. Moment. So, ein bisschen kleiner machen. Und gucke ich, dass ich den erstmal hier so drauf kriege. Und das klebe ich jetzt hier so dran. Und dann haben wir noch einen. Den machen wir jetzt hier oben noch drauf. Und ein letztes Mal von diesen hier ein Klebepunkt. Auch etwas kleiner machen. So. Den setze ich mir hier drauf. Und so sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Gut, dann habe ich hier so Perlen. Also heute haben wir fast alles mit drin. Wir haben Action mit drin.
Wir haben Temu mit drin, wir haben Alexandra Renke mit drin, wir haben Stamping Up mit drin, wir haben Amazon mit drin. Also viele Sachen von verschiedenen Anbietern. Also es muss nicht immer von einem und denselben sein. So, jetzt setze ich mir erstmal hier auf dem Weihnachtsstern und nicht Weihnachtsbären einen Punkt und dann noch welche hier auf die Karte. Das finde ich sehr, sehr edel, diese Farbe. Sieht aus wie so echte Perlen. Hier hatte ich eins hingesetzt und das war es auch schon. Mehr Perlen habe ich gar nicht drauf gemacht. Okay. Jetzt nehmen wir unser goldenes Papier. Ich drehe jetzt mal das Ganze um und mache mir hier noch Klebepunkte drauf. So. Und so. Trägerfolie wieder ab. Hier wieder ab. Und hier auch. Gut, drehen das Ganze. Und ich gucke jetzt mal, muss mal kurz mich wieder hinstellen, damit ich wieder ungefähr die gleichen Abstände habe. Das sieht so ganz gut aus. Und dann machen wir das Gleiche nochmal auf die Karte. Ihr könnt natürlich Flüssigkleber wieder nehmen. Ist ganz klar. Ich mag halt diesen 3D-Effekt. Super gerne. Ich finde, was zu dieser Karte auch gut gepasst hätte, wenn ihr die Stanze des Monats genommen hättet, diese Negativstanze und das ausgestanzt hättet, das hätte auch super toll ausgesehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht weiß das jetzt einer und er hat das Lust, mit dieser Stanze des Monats, mit dieser Negativstanze zu machen. So und so. Und dann, ich stelle mich wieder hin, setze hier wieder an und gucke mal, dass das so passt. Ihr Lieben, zwei gleiche Karten, nur eine in absolutem Gold-Weiß. Mein Geschmack trifft es eher. Und hier mal mit Farbe. Na, eben, meins ist immer dieses Edle und die ist auch schön. Ich würde sagen, das ist echt Geschmackssache. Viele mögen das. Das sieht sehr, sehr, sehr natürlich aus. Na, von dem Grün und alles. Und das ist halt diese edle Variante. Jetzt ist es wirklich Geschmackssache, wie ihr das macht. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbasteln und beim Inspirieren lassen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Und bis bald, eure Heidi. Ciao.